Ich finde, bis jetzt hat sich mein Opfer gelohnt. Dafür habe ich jetzt Kapitän Dreistein ganz schön in der Kneifzange. Was? Hey, hallo, langsam. Bisher war ich doch euer Kapitän, gell? Och, Tante Bernie, du hast heute eben mal Urlaub. Heute steht Opa auf der wogenden See. Dabei kann man ganz leicht ins Wasser fallen. Das Schiffchen werde ich schon schaukeln. Ahoi! Das ist kein Seemannslatein. Ich hole zu meinem vernichtenden Schlag aus und schlage deinen vorwitzigen Läufer einfach weg. Sozusagen. Papperlapapp, Opa, untersteh dich. Also, das will ein Mann mit Bauerndiplom sein? Du kannst doch gar nicht schlagen, dann stehst du doch wieder im Schach. Da ist doch der Springer. Ja, klar. Sozusagen. Ich wollte dich ja auch nur prüfen. Ich bringe den König wohl lieber mal außer Schussweite. Gut, das geht auch. Ja, da muss ich jetzt erst mal genau überlegen. Tante Bernie, hast du für mich altes Schlachtschiff nicht etwas Verstärkung, sozusagen? Ich meine, sowas aus der Kombüse. Moment, einen Moment, keine Ablenkungsmanöver. Ich hab's. Opa! Dein Schlachtschiff ist leckgeschlagen, total manövrierunfähig. Hier, guck doch mal. Juhu! Boing! Na, matt, Herr Kapitän. Juhu, ich habe gewonnen, juhu! Meine Seepferdchen haben dich umzingelt. Hip, hip, hurra! Emil Dreistein hat gewonnen. Ahoi. Ja, da musste der alte Kapitän dran glauben. Wir wollen aber die ganze Partie, die bis zum Seekadetten Matt führte, noch einmal nachziehen und schauen, was jeweils an den Zügen vielleicht besser geschehen konnte oder was gut war. Weiß eröffnete also Emil mit E2, E4, mit dem Königsbauern. Und das ist ja sehr gebräuchlich und sehr häufig. Und entsprechend stemmte sich Schwarz mit E7, E5, also auch seinem Königsbauern, entgegen. Bis hierhin bei Gott nichts auszusetzen. Und jetzt kommt als nächstes der Läufer an die Front, Läufer F1, C4. Und das kann zum Beispiel zum Läuferspiel oder Läufergambit führen. Und Opa war ganz vorsichtig, er verfolgte die Politik der kleinen Schritte, D7, D6. Und deckt damit den Bauern E5, falls nötig. Und jetzt kommt das erste Pferd an die Front, Springer G1, F3. Also auch ein gutes, solides Verfahren in der Öffnung, zuerst die Leichtfiguren zu entwickeln. Und da konnte sich Schwarz nicht verkneifen, diesen Springer gleich zu fesseln mit dem weiten Läuferausfall, Läufer C8, G4. Der Springer ist jetzt gefesselt. Und das war ja das Thema unserer zweiten Folge, die Fesselung. Und Weiß entwickelte sich jetzt weiter mit dem nächsten Springer, Springer B1, C3. Ja, und hier wieder diese Politik der kleinen Schritte muss nicht unbedingt immer die beste sein. Denn jetzt A7, A6, dieser Randbauer, der da zieht, ich glaube, das ist ein wenig verheißungsvolles Verfahren, was der Opa hier anwendete. Und plötzlich gab es zu dem überraschenden Coup-Möglichkeit, einfach mit dem Springer aus der Fesselung herauszutreten und den Bauern auf E5 zu schlagen. Und das war natürlich eine Riesenüberraschung. Springer schlägt E5. Riesenüberraschung deshalb, weil zum einen der Springer jetzt direkt angegriffen ist, aber vor allem der Läufer, der schwarze Läufer, die weiße Dame nehmen kann. Also so ein Doppelangriff, keine typische Gabel, was ja das Thema unserer dritten Folge war, aber doch ein Doppelangriff. Ja, und hier fiel natürlich Opa prompt in die Falle. Er wollte unbedingt die weiße Dame. Ja, das war so insgeheim wohl sein Wunschtraum. Und jetzt sollte er plötzlich in Erfüllung gehen. Und da konnte er einfach nicht widerstehen und schlug auf D1 die weiße Dame. Aber das gab eben Emil und Tante Bernie Gelegenheit,
Ja, jetzt auf F7 mit dem Läufer auf F7 zu schlagen und dort dem schwarzen König Schach zu bieten. Es war also vorher ein Opfer, was ja jetzt Folge der vierten Serie war. Und jetzt gibt der Läufer dem König Schach. Und der Ärmste hat also gar keine andere Möglichkeit mehr, als hier hinzugehen. Denn der Läufer ist ja vom Springer gedeckt. Der König geht also nach E7, das einzige Fluchtfeld, was ihm verbleibt. Aber jetzt eben kommt es mit diesem Springerzug, Springer C3, D5, Schach und Matt zum sogenannten C-Kadetten-Matt, was sich ja als Leitmotiv durch unsere ersten 5 Folgen hindurchzog. Schauen wir doch noch mal kurz an, warum ist eigentlich der König matt? Hierhin kann er nicht, denn dieses Feld wird ihm vom weißen Läufer genommen. Ebenso wenig kann er den weißen Läufer schlagen, denn der ist ja vom Springer gedeckt, er wäre dann im Schach. Schließlich kann er weder hierhin noch hierhin. Diese Felder werden von seinen eigenen Figuren versperrt. Keine Fluchtmöglichkeit dahin, genauso wenig nach D6, wo der Bauer steht. Ja, und hierhin, dieses Feld D7, wird ihm auch vom Springer E5 genommen. Das Feld E6 wird ihm vom Läufer genommen. Und schließlich das Feld F6 von dem Springer auf D5. Also fürwahr, er ist wirklich schon im Eröffnungsstadium matt gesetzt worden. Ja, wer so habgierig sich an fremdem Gut vergreift, der muss eben manchmal auch mit solchen Dingen rechnen. Ja, so mit Pauken und Trompeten unterzugehen, das kann natürlich schon das Selbstbewusstsein untergraben. Aber all denen sei zum Trost folgende Begebenheit mitgeteilt. Zu Anfang unseres Jahrhunderts forderte ein Meister einen anderen zu einem Wettkampf über 6 Partien heraus, um diesem seine Überlegenheit so richtig demonstrieren zu können. Aber wie es so kam, er verlor die erste Partie. Sein Kommentar: Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Aber er verlor auch die zweite Partie. Er hat noch mal Glück gehabt. Und er verlor die dritte Partie. Ach, man kann nicht alle Partien gewinnen. Aber er verlor die vierte auch. Tja, er spielt nicht schlecht. Und er verlor die fünfte. Ich habe ihn unterschätzt. Und schließlich verlor er noch die sechste Partie. Und dann meinte er huldvoll: Er ist mir ebenbürtig. Und das erinnert mich auch an den deutschen Altmeister Dr. Siegbert Tarrasch, der meinte, er hätte noch nie eine Partie gegen einen gesunden Gegner gewonnen. Ja, aber jetzt wollen wir erst zu unserer Aufgabe vom letzten Mal wiederkommen und wir schauen noch mal kurz die Stellung an. Wir sehen, Weiß hat hier 3 Bauern und denen stehen 3 Schwarze gegenüber, also das materielle Gleichgewicht. Aber hier auf A5 hat Weiß im Grunde einen satten Mehrbauern. Aber jetzt kam ja, wie wir schon das letzte Mal sahen, der überraschende Kupp G4, G3, der den Weißen förmlich vom Stuhle warf. Und er danach eben ganz entgeistert und nach einigem Hinstarren auf das Brett und ungläubigen Erstaunen aufgeben musste. Und die Aufgabe war ja an euch, warum hat Weiß hier aufgegeben? Wir wollen eine der möglichen Varianten anschauen. Wenn Weiß jetzt mit dem H-Bauern den G-Bauern schlägt, H2 schlägt G3, dann wird Schwarz nicht etwa wieder nehmen, denn dann würde er wirklich verlieren, sondern ganz elegant mit dem Bauern vorbeiziehen, F4, F3. Also, auch dieser Bauer opfert sich noch. Und er droht jetzt hier einfach auf G2 zu schlagen und zur Dame zu gehen. Weiß bleibt insofern gar nichts anderes übrig, als seinerseits den Bauern wegzuschlagen, diesen Störenfried. Aber jetzt kommt sein Sargnagel an, nämlich der H-Bauer, der letzte noch dem Schwarzen verbliebene Bauer, der schlägt natürlich nicht dummerweise hier auf G3 und dann wäre er wirklich also rettungslos verloren. Nein, er zieht einfach vorbei. H4, H3. Und jetzt ist dem weiteren Vormarsch dieses Bauern kein Halt mehr entgegenzusetzen bis nach H1. Und da geschieht dann seine wunderbare Metamorphose in eine Dame. Und natürlich kann mit dem großen Übergewicht einer Dame Schwarz leicht gewinnen, indem er einfach dem Weißen die restlichen Bauern wegfrisst. Ich beglückwünsche unser Clubmitglied Emil Dreistein zur erfolgreich geschlagenen Schlacht. Bravo! Hip, hip, hurra! Ich habe gewonnen!
Na ja, dann Prost. Und herzlichen Glückwunsch sozusagen. Ja. Man muss ja auch mal verlieren können. Haltung ist alles. Ja, sozusagen. Also, das ging so schnell. Wir hatten doch gerade erst angefangen. Hatte meine Attacken ja noch gar nicht gefahren, sozusagen. Ja, Opa, in der Kürze liegt die Würze. Hast du gesehen, Tante Bernie, wie Opa runtergegangen ist? Mit Mann und Maus gleich viermal. Sein König hätte überall nasse Füße gekriegt. Hier, hier, hier und... Ja! Nein, wirklich, du schlaues Bürschchen. Damit hast du Opa ganz schön listig in die Falle gelockt, gell? Du hast unserem großen Kapitän ein Seekadettenbad verpasst. Ja. Wer den Schaden hat, sollte wenigstens einen Trost haben, sozusagen. Gluck, gluck. Opa, es ist doch ein ganz tolles Matt, dieses Seekadettenmatt. Ah ja, ein glänzendes Matt. Ja, recht überzeugend klang der Opa da nicht, wie er sagte, ein glänzendes Matt. Und ich meinte auch etwas Schadenfreude bei den anderen zwei Dreisteins herauszuhören. Aber Matt kann nun wirklich glänzend sein. Oder auch einfach schöne Schachs, Abzugsschach, wie auch immer es kommen mag. Hier in der Stellung, die wir jetzt vor uns haben, sehen wir, dass der weiße König schon rochiert hat, sich also schon in Sicherheit gebracht hat, hinter so einem Bauernschutz auf dem Königsflügel, während der schwarze König noch in der Mitte steht und damit natürlich Angriffen von allen Seiten ausgesetzt sein kann. Und wir sehen vor allem noch ein Motiv, ein ganz wichtiges Motiv hier in dieser Stellung, wo es ja um einen Abzugsschach geht. Die weiße Dame ist auf D1 und die schwarze auf D4. Und dazwischen ist der weiße Läufer auf D3. Und Weiß meinte nun, ganz schlau sein zu können und diesen Läufer abzuziehen mit Schach und so die schutzlose schwarze Dame damit zu gewinnen. Ein guter Plan, gut gedacht, doch wie es so oft ist, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst herein. Aber wir werden erst mal sehen. Der Läufer kommt also von D3 nach G6 und gibt dort dem König Schach. Natürlich muss irgendwie auf diese Schach reagiert werden. Das ist ja absolute Pflicht im Schachspiel. Aber natürlich ist jetzt also auch die schwarze Dame schutzlos dem Angriff der Weißen ausgesetzt. Ja, und wenn zwei Damen so schutzlos aufeinander losgehen können, dann kann auch im Schach einiges los sein. Aber auf jeden Fall muss erstmal auf dieses Schach des Läufers reagiert werden. Und Schwarz kann natürlich mit dem Bauern einfach den Läufer wegnehmen, damit die schachbietende Figur entfernen. H7 schlägt G6. Ja, aber Weiß dachte sich jetzt frohgemut, meine Rechnung ist aufgegangen, den Läufer habe ich hergegeben, das kann ich verschmerzen, aber dafür die Dame bekommen. Und er schlägt auf D4 die schwarze Dame weg. Ja, und hat im Moment die Dame mehr. Und trotzdem, der Schwarze hat hier weitergerechnet. Ihm ist etwas nicht verborgen geblieben, was dem Weißen doch verborgen war, dass er nämlich jetzt mit einem Gegenschlag das Material mit Zinsen und Zinseszinsen wieder zurückgewinnen kann. Also schaut gut hin, die schwarzen Figuren sind ganz hinten, aber doch ein sehr tückischer Hinterhalt. It wants at least 600.